Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2 hier auf Steelgame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, hier sehen wir das Objekt, an dem wir bauen werden. Oh, das ist ja natürlich jetzt noch dusseliger. Der geht ja denn erstmal hier raus. Ah, okay. Wie kriege ich denn das hin? Okay, na gut, also, kurze Erklärung zum Plan. Ich möchte gerne von hier Holz nach dort liefern. Und dazu möchte ich eigentlich diesen Zug hier mitnutzen, weil der Zug, der schafft ja eh genügend Holz hierher. Das heißt also, dieser Zug, der kann durchaus mal noch eine andere Strecke zwischendurch fahren und dann können wir mal gucken, ob wir da vielleicht in zwei Züge nehmen müssen oder sowas. Aber theoretisch ist es erstmal möglich. Weil, ich sag mal so, hier stapelt sich das Holz und ich glaube, das Eingangslager ist so langsam aber sicher auch voll hier. Ja, es sieht zumindest sehr voll aus, das Eingangslager. Von dem einen Material und von dem anderen Material ist das Eingangslager relativ leer. Apropos, genau, da wollte ich gerade nochmal einen Blick riskieren. Er ist jetzt halb weg und es liegen 69 Eisen hier. Das heißt also hier auf dieser Eisenstrecke, da müssen wir dann auch nochmal was dran tun. Die müssen wir auch nochmal erweitern. Also da müssen wir dann hier irgendwo eine Ausweichbucht machen, dass er dann da hin kann. Die Mitte ist ja ziemlich genau auf der Brücke, das ist das Problem. Was wir dort haben, und die Brücke wollten wir ja so gestalten, dass quasi bis kurz vor der Brücke kann man zweigleisig machen. Danach nicht. Gut, also, heißt also im Groben und Ganzen, ich werde in diesem Stück Strecke hier eine Brücke einbauen, damit ich dann von diesem Bahnhof aus hier rauskomme, da hinten hin. Das ist der Plan. So ist der Plan. Dazu brauchen wir eine Pause, denn wenn wir nämlich an einer laufenden Strecke was ausreißen, dann mache ich das ganz gerne eigentlich nur, ja, ich weiß, im Pausemodus, da sonst es Schwierigkeiten geben würde. So, auf diesem Stück hier werden wir eine Brücke einbauen, damit das dann hier, ne, und so rum kann. Schienen brauchen wir dazu. Und dann gehen wir nämlich hier los und, upsalat, und wollen nach hier eine Schiene machen und das natürlich dann nach oben hier weiterführen. Was machst du denn da? Nach oben weiterführen. Kann ich das noch ein bisschen ansteilen? Nee, geht nicht. Ab wann machst du mir denn eine Brücke? Oh Gott. Das ist aber spät. Ich muss ja noch wieder runterkommen. Eine Metallbrücke hätte ich hier ganz gerne, muss ich sagen. Machen wir erstmal so. Okay. Das ist ja kompliziert. Teuer wie Sau, so eine Brücke. Noch im Rahmen, wo ich sagen würde, okay, da will ich durch, aber ich muss ja das jetzt hier unten wieder rankommen an das Gleis, ne? Ich muss ja wesentlich mehr wegreißen hier. Meine Herren. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so viel Platz in Anspruch nimmt. Aber gut, dann ist es so. Aber wir haben unser Ziel erreicht. Das heißt, die Strecke steht erstmal wieder. Und gut, hier muss er dann immer über den Buckel fahren. Aber das liegt halt daran, dass wir dann hier quasi das Gleis hier unten durchziehen wollen. Des Weiteren werden wir hier noch eine LKW-Station anbauen. Und dann dort auch eine LKW-Station. Und das mit dem LKW nach Gaggenau reinfahren übrigens. Das ist erstmal das erste große Ziel an der Sache. Wenn wir nachher hier Werkzeuge nach Auerbach ins Vogtland liefern wollen, dann baue ich hier quasi so die Brücke drüber, dass sie dann einmal hier oben rüber geht und dann sich hier über diese Brücke dort einfällt. Soweit die Pläne. So, das heißt, ich werde jetzt diese Strecke hier wahrscheinlich auf das andere Gleis legen? Nee. Eigentlich ja nicht, ne? Ich müsste nur, wenn er denn hier von hier raus will, dann müsste ich hier ein bisschen versetzen. Dass er bis hierhin eingleisig ist und dass er dann hier einmal raus und dann hier einmal dann auf dieses zweigleisige fährt. Das müssen wir dann mal ganz kurz machen. Ja, ist mir bewusst.
So, dann werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen Schiene eingleisig. Normales Gleis, eingleisig bis da ran. Und dann müssen wir hier mal einmal eingleisig rauslegen, dass wir hier unten durch diese Brücke durchgehen. So. Und dann kommen wir hier, können wir hier wieder rankommen. An das Gleis. Und uns wieder einfädeln. So, sehr schön. Gut, dann haben wir hier das Gleis raus, was dann in der Nähe von dieser Werkstatt quasi anschließen soll. Dann machen wir auch einen zweigleisigen Durchfahrtsbahnhof dran, falls wir nämlich nochmal Holz von hier hinten oder sowas daran transportieren müssen, damit wir hier genügend Holz haben. Das könnte nämlich durchaus passieren. Gebäude. Ein Güterbahnhof Durchfahrt. Bitte zweigleisig. Und das Ganze in schön gedreht. Direkt quasi an die Fabrik angeschlossen hier. So sieht das immer ganz schick aus. So. Ah, das ist schon ein neuer Bautyp. Also der sieht schon irgendwie ein bisschen cleaner aus, der Bahnhof. So. Und dann müssen wir jetzt nur gucken, dass wir da mit dem Gleis dann nur einigermaßen drankommen. Gleise. Diese hier. So, da würde ich dann ganz gerne dieses Gleis hier als Anlieferungsgleis nutzen. Und hier versuchen dann so kostengünstig und so schnell wie möglich zu unserem anderen Gleis kommen. Dann müssen wir da hin. Na, jetzt ist relativ geradezu, ne? So, hier mal ein Bahnübergang. Ah, 176.000, das können wir uns leisten. So, okay. Also, hier kann quasi dann... Wieso habe ich das nicht schon zweigleisig gemacht? Weiß ich gar nicht, ist auch egal. Hier kann dann auch gleich das zweite Gleis rauskommen, ne? Zur Not, falls da mal mehrere Züge drauf fahren. Damit wir das dann auch gut und gerne... Falls ihr irgendwas klappern oder rumpeln hört, das ist meine Katze. Im Hintergrund, die hat gerade keine Ahnung. Mal wieder ihre 5 Minuten. So, gut, dann haben wir das auch. Dann machen wir erstmal Signale auf die leichte Art und Weise hin. Da lang fahren, da lang fahren. Da lang fahren, da lang fahren. Und hier müssen wir die Gleise auch wieder so setzen. So, gut. Dann müssen wir jetzt die Linie bearbeiten, die hier drauf rumfährt. Die muss ja dann Holz hier oben hin mit hinbringen, ne? Deine Linie hätte ich ganz gerne. Und die möchte ich gerne erweitern. Linie verwalten. Verwalten? Ja, Linie verwalten, genau. Haltestelle hinzufügen. Nach Gaggenau fährst du wieder nach Worms. Worms? Oh, das ist der falsche. Nee. Da haben wir den falschen Zug erwischt, da haben wir den Eisenzug erwischt hier. Moment, ja genau. Linie verwalten. Kann ich den. Wie kann ich den Haltepunkt hier wieder löschen? Ach, da hinten. So. Gut. Okay. Dann nehmen wir dich jetzt. So, du kriegst fahrzeugverwaltungstechnisch natürlich jetzt was. Nee, das Fahrzeug konnte man nie verwalten. Ich könnte die Linie verwalten. Hallo? Zug? Hm. So, Linie verwalten. So, du kriegst jetzt quasi nach Gaggenau die Haltestelle Gaggenau West dazu. Dann fährst du. Ja, ja. Ich weiß. Und dann fährst du dorthin. Nach Gaggenau Nord. So, hier vollladen einer Fracht. Das ist immer wichtig. Und da nimmst du nichts mit. Weil ist ja nichts für die Linie da. So, okay. Gut. Das sollte dann erstmal gehen. So, dann werden wir diesen Zug aber noch bearbeiten, weil er ja jetzt doch enorm mehr Strecke zurücklegen muss. Wir müssen hier wahrscheinlich die Züge auch noch mit dem Holz ein bisschen
verbessern hier. Also da müssen wir wahrscheinlich auch schnellere Züge draufsetzen und vielleicht noch Züge, die von hier hinten auch Holz dahin liefern. Naja, gut, das werden wir alles noch hinkriegen. Bauen, aber gut. So, dann wollen wir jetzt diesen Zug hier aber erstmal noch verändern. Und er hat jetzt erstmal genügend Holz mal da oben hingeliefert, aber er soll uns ja auch jede Menge Holz zur anderen Seite liefern. Deswegen werden wir diesen Zug ersetzen. Und zwar, ich würde fast die badische nehmen für 2 Millionen. Und dann die neuenartigen Rungenwagen. Da gibt es ja auch schon neue, ne? Die können 80 km/h fahren, die Lok bietet uns 90 km/h. Und ab 48 Kapazität wird er mittelmäßig. Machen wir 56 Kapazität und dann können wir ihn für 4 Millionen ersetzen. So. Und dann ist der hier schon mal richtig schön neu aufgestellt. Und dann geben wir jetzt hier mal Zeit drauf. So, und jetzt müsste er ja theoretisch quasi dann gleich das nutzen, dass er hier quasi die 48 Holz oder was auch immer er jetzt hier kriegt. Man weiß es nicht. Wir gar genau, Nord hat noch gar keinen an. Achso, da wollen wir uns noch gar nichts hinliefern. Mhm, okay. Wieso nicht? Man weiß es nicht. Ist kein Abnehmer? Wir gucken mal, ob er jetzt auflädt oder nicht. Doch, er lädt auf. So, er wartet auch, dass er voll wird, ne? 49 von 56 hat er. Wir müssen natürlich die Fahrzeuge hier durchaus beschleunigen, ne? Dass sie das mit dem Holz, also müssen wir auch die Ladegeschwindigkeit erhöhen und und. Also da werden wir jetzt auch ganz schnell die Fahrzeuge ersetzen. Oh, das wird teuer. Gut, okay, machen wir gleich. So, aber der ist ja jetzt erstmal eine Weile unterwegs, wenn er nach da hinten fährt. Hat er denn noch genügend Material hier, das er bauen kann? Er hat nichts mehr auf Lager. Gut, dann würde ich sagen, kann ich dem jetzt einfach sagen, dass er abfahren soll oder so? Irgendwie nicht, ne? Ich kann nur die Wartezeit beeinflussen. Linie verwalten. Gangenau West. Maximale Wartezeit. Machen wir eine Minute. Aber das ist überall dann so, ne? So, dann fährt er jetzt raus hier erstmal. Das ist schon mal ganz gut. Oh, wo fährt denn jetzt nochmal hin? Er fährt nochmal da oben hoch. Da war er doch gerade. Ah, er war am Anfang der... Ah, ja, okay, gut, ja, nee, er ist ja schon abgefahren gewesen, genau, ja, okay. Gut, das sehe ich ein. Naja, nicht ganz, aber fast. So, dann heißt es jetzt wirklich nochmal richtig Geld in die Hand nehmen. Noch ein bisschen was leihen hier. Die Züge wollen wir ganz gerne verwalten. Und sollen wir mal beide Züge ersetzen. Austauschen. Und zwar nehmen wir dort als Lokomotive auch die bayerische. Halt. Hinzufügen. Oder badische? Badische ist das, ne? Ja, bayerische, badische. So, und dann nehmen wir die neuen Rungenwagen. Mit 64 Kapazität. 7,9 Millionen. Sind jetzt beide ersetzt. So, da sollte jetzt dann wesentlich mehr Holz hier ankommen. Wie liegt jetzt hier? Hier liegen jetzt 4 für Gangenau Nord. Okay. Lädt er jetzt wirklich nur 4 auf oder lädt er jetzt alles auf? Ne, er lädt wirklich nur die für Gangenau Nord auf. Interessant. Okay. Er lädt nur die 4 auf. Das ist ja billig. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Na gut, okay. So, naja. Den Umbau haben wir aber geschafft und wir haben hier jetzt jede Menge Geld ausgegeben für die neuen Lokomotiven und jetzt könnte natürlich sein, dass hier eventuell, na gut, Transport haben wir 57%, das heißt also, wir haben da durchaus noch Möglichkeiten. Wir haben jetzt ein wesentlich schnelleres Aufladen, wesentlich schnelleren Zug und eine wesentlich schnellere mal gucken, was das hier bringt, ne? Also wenn er jetzt nur immer für die eine, ja gut, er muss den Zug ja einmal vollladen für das hier, ne? Komm, fahr raus hier. Bringen wir die ersten Sachen da oben hin. So, gut. Dann bauen wir jetzt hier aber erstmal unser LKW oder unser Frachtteil hier hin. Das bauen wir mal direkt hier vor die Fabrik. Das sieht schön aus.
Finde ich persönlich, dass das schön aussieht. So. Und dann werden wir... die Maschinen müssen hier hinten hin. Gucke ich mal, ob ich das da dazwischen kriege. Ein Gebäude wird entfernt. Ich würde es gerne da dazwischen kriegen, muss ich ehrlich sagen, weil da ist ja nicht ein richtig guter Standort davon. Wenn ich es hier hinsetze oder da hinsetze, na gut, geht auch noch. Aber hier wäre ja jetzt echt so richtig schön mittendrin, ne? Na komm, 160.000, das kann ich mir noch erlauben, glaube ich. Ach, komm, so. Das ist ein schöner Standort dafür. So, für das Industriegebiet. Und dann brauchen wir noch nachher eins für das andere. So, dann machen wir hier erstmal noch die Straße neu. Habe ich noch keine, gibt es noch keine auswärtigen Straßen? Schön? Na, dann nicht. So, ist der Zug jetzt unterwegs? Muss unterwegs sein, weil es lagert sich was an. Und er kommt hier oben auch schon an. Okay. Dann liefert hier oben das erste Holz ab. Das wird nicht viel Geld bringen. 83.000, zwar ja nicht viel Holz, aber hier geht es langsam die Produktion los. Und hier kommen immer mehr Bretter an. Das ist ganz gut. Also wenn die 200 von hier komplett dahin geliefert werden, also wenn das hier auf 100% steigt mit dem Transport, das wäre schon ganz cool. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Bei 66% sind wir jetzt. Ja, jetzt muss ich eine neue Linie machen. Und zwar brauche ich eine neue Linie von hier nach dort. Hier bitte Vollladen einer Fracht. Maximale Wartezeit machen wir mal eine Minute. Und wir nennen das Ganze. Die andere schon. Ah ne, die habe ich ja bloß erweitert. LKW. Gar genau. LKW. Werkzeuge sind das hier, ne? Ne, Maschinen. So. Ich brauche noch ein Depot. Ein Fahrzeugdepot. Moment. Kriege ich hier. Ein Fahrzeugdepot. Das setzen wir mal in der Stadt an. Da weiß ich noch nicht wo, aber ach komm, ich muss hier hinten in dem Industriegebiet einfach mit dran. So, fertig, dann ist es da. Dann kann das für die quasi dann die Geschichte machen, wo es dann braucht. Und wir müssen natürlich dann den Bahnhof hier noch hinsetzen, dass dann hier quasi der innerstädtische Verkehr Bahnhof, damit wir den Personenverkehr hier anschließen können an Selters, an Auerbach-Vogtland und so weiter. Also da wird dann jetzt sehr viel Bauarbeiten in den nächsten Folgen auch auf uns zukommen. So, hier hat er jetzt einmal komplett hingeliefert, nehme ich mal an, mit dem Holz. Ne? Da weiß ich jetzt nicht, was er verdient hat. Naja, sind immer noch mehr 400 im Lager. Ist natürlich eine jede Menge. Aber hier liegen auch jede Menge Maschinen rum. Gut, na, dann ist das so. So, und dann bauen wir jetzt mal ein paar LKWs, brauchen wir jetzt. Fahrzeuge kaufen. Und zwar nehmen wir diese hier. 1, 2, 3, 4. Ah, ne, 5. Immer mal unterschiedlich ist. So, und du sollst fahren, ja genau, LKW-Maschinen. So. Und dann müssten jetzt theoretisch von hier die Maschinen abgeholt werden, die auch hier lagern könnten. Theoretisch, man weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass sich da welche anlagern oder dass er aus diesem Pool mit rausnimmt. Weiß ich nicht. Nee. Naja gut, wir gucken mal, ob er dafür produziert oder nicht produziert. Wir müssen, achso, die Eisengeschichte wollte ich hier noch verbessern, ne? Habe ich da schon einen besseren Zug drauf? Nee. Den muss ich jetzt auch unbedingt beschleunigen, dass der mehr Eisen fahren kann. Obwohl, ich weiß nicht, ob hier überhaupt mehr Eisen produziert wird, aber doch, das sieht schon sehr gut aus. $10 Millionen auf dem Konto, oder geht? Fahrzeug verwalten. Wir brauchen ein neues Fahrzeug und da würde ich dann fast sogar drauf gehen, dass wir den ganz dicken Zug nehmen mit der richtigen Zugkraft. Zugkraft. Ah, nehmen wir den hier. Der hat richtig Zugkraft halt einfach, ne? Und dann nehmen wir die neuen Rungenwagen. Und dann kann er Kapazität 80 fahren und ist immer noch gut.
96 ist ein bisschen viel, aber 80 ist auf jeden Fall. Und dann ersetzen wir den hier. So. Und dann sollte der wesentlich schneller sein. Wir sehen also quasi, er hat jetzt dann nachher doppelte Leistung und ist auch noch schneller. Also da könnte richtig was passieren. So, wie sieht es hier aus? Okay, hier wird gerade geladen, aber es sieht aus, als wenn der Zug sogar fast voll wird. Mit den Brettern, sehr gut. Das ist schon mal sehr schön. So, wie sieht es hier aus mit den LKWs? Die warten hier. Dann müssen wir hier erstmal Eisen hinliefern, ne? Ja, okay. Gut, dann bringen wir dann das hier hinten erstmal in Gang. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal ein LKW-Depot im... Obwohl, ich könnte das gleiche nutzen, ne? Wo ist das Gewerbegebiet hier? Wann, wo sehe ich denn das? Habe ich denn das gesehen? Ach, das hier hinten. Gewerbegebiet. Ne, da kommen wir natürlich nicht hin. Okay. Da müssen wir dann hier eine LKW-Ladestation, denke ich mal, wäre dann ganz brauchbar. Oder hier vorne. Mal gucken. Bauen wir mal nochmal eine. Dahin. LKW-Station. Machen wir den Layer aus. So. Wo sieht es denn am günstigsten aus, wenn ich ihn wirklich hier drüben wieder in ein Gebäude reinstecke? Boah, das kostet richtig Geld, ne? Das Gebäude zu entfernen. Aber ich krieg's hier dazwischen, das ist gut. Das ist gut. Ich krieg's hier dazwischen und da kann ich eine Straße anschließen. So. Dann haben wir da richtig Ausleuchtzone, das ganze Industrie-Dingsgebiet haben wir hier, okay. So, und dann müssen wir jetzt nur hier noch einen LKW-Post anbauen. Ein Gebäude. Dieses hier. Einmal gedreht, bitte, danke. Sehr schön. So, dann machen wir eine neue Linie. Und werden da noch ein paar LKWs draufsetzen. Linie, neue Linie. Von hier, vollladen mit einer Fracht. Dorthin. Und das Ganze nennt sich dann... KG... Genau. Ich weiß immer noch nicht, wo das Licht ist. Das wollte ich mal nachgucken. LKW... Werk. So. Gut, das haben wir. Dann nehmen wir hier Fahrzeuge kaufen. Anzahl 5. Kaufen und auf Linie Werkzeug zuweisen. So, die sollten dann hier Werkzeuge holen. Von dieser Fabrik hier. Der Versand ist noch nicht da. Im Lager ist schon ein bisschen was. Es wird auch was konsumiert. Im Ausgangslager liegt auch schon was. Das sollte jetzt hier ankommen. Genau, da liegen die ersten Werkzeuge vorrätig. Und ich hoffe, dass hier schon die ersten Maschinen auch mal irgendwann hier drauf kommen. Bin ich mir aber noch absolut noch nicht sicher, ob die dafür überhaupt produzieren oder nicht. Ein bisschen Eisen kam ja rein. Sollte noch mehr Eisen reinkommen. Hoffentlich demnächst. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob der sich hier überhaupt... Wo ist denn der? Wo ist mein Eisenzug? Ach, da kommt er schon wieder angerauscht. Da ist er. Zug 1 mit Eisen, mit 88 Einheiten Eisen. Sehr schön. Und dann ist der Bahnsteig hier wieder leer. Nee, nicht ganz. Es liegen nur 54 Einheiten rum. Produziert hat er 72. Naja, gut, okay. Also da müssen wir vielleicht dann noch ein bisschen was dahin tun, dass wir dann noch ein bisschen mehr Kohle wieder hinkriegen. Aber das kriegen wir ja dann auch noch gerissen. So, dann haben wir hier mehr Eisen. Dann kann der mehr produzieren. Dann sollte der auch mehr für die andere Strecke produzieren. Und hier liegen jetzt ein paar Waren rum. Es sind 6 an der Zahl. Ist jetzt gar nicht mehr so viel. Weil er mehr noch nicht produzieren konnte. Jetzt geht der Transport langsam los. Produktion 45. Okay. Gut, alles klar. Also hier ist der erste auf jeden Fall schon mal mit 7 Werkzeugen unterwegs. Ist schon mal jede Menge. Und liefert die dann hier genau ab. Sehr schön. So, dann müssen wir uns dann darum kümmern, dass wir hier den innerstädtischen Personenverkehr und den Personenverkehr generell anschließen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.